Herzlich willkommen zur nächsten Folge und zur nächsten Mission der Trojaner beim Add-on von Die Siedler 4. Wir sind nach wie vor in der History Edition, beziehungsweise ich habe jetzt mittlerweile auch die Enhanced Edition der Zocker Lounge drauf gespielt. Falls ihr die noch nicht habt, die ist natürlich auch verlinkt. Habe ich jetzt natürlich noch nicht so viel mitgemacht. Ich weiß noch nicht, inwieweit sich das auswirkt. Da sind ein paar Bugfixes drin. Für alle, die sich die holen wollen, wie gesagt, Link ist unten drin und das denke ich mal gar nicht so schlecht, gar nicht so verkehrt, sich die zu installieren, weil dann tatsächlich sehr gutes Team auch dahinter setzt, denke ich, die da viel scripten und viel dazu machen. Gut, egal, genug der Vorworte, wir steigen ein in die dritte Mission. Die Verbündeten. Der Erfahrungsaustausch mit den anderen Völkern hat uns bereits viel gelehrt. Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist aber das Wissen über die Gefahr, die von dem dunklen Volk ausgeht. Wir kennen die dunklen Krieger nur aus Erzählungen und waren bislang nicht gezwungen, ihnen gegenüberzutreten. Die anderen Völker scheinen jedoch sehr besorgt zu sein. Sie haben ein Treffen aller Völker einberufen, das an einer alten, verlassenen Tempelruine stattfinden soll. Kundschafter haben uns berichtet, dass die Ruine von dunklem Land umschlossen ist. Als neuen Mitstreitern im Völkerbund ist uns aufgetragen, das Treffen auszurichten. Es gilt damit, den Nachlass des dunklen Volkes zu beseitigen, das Land bei der Tempelanlage wieder grün und urbar zu machen. Dies ist gewiss die uns auferlegte Prüfung, die es zu bestehen gilt. Ja, ja, das ist eine echt auferlegte Prüfung, meine Güte. Okay, also, das dunkle Volk scheint jetzt mittlerweile einzutreffen. Wir müssen zu dieser heiligen Stätte hin, in der Mitte des Landes. Dort ist ein Treffpunkt der Völker. Ein Priester, 5 Schwertkämpfer Level 3, 5 Bogenschützen Level 3 und ein Hauptmann. Oh gut, das geht ja, das ist ja jetzt nicht so viel. Aber das, okay, die heilige Stätte muss frei von jedem Anzeichen des dunklen Volks sein. Okay, das heißt, wir müssen komplett anscheinend dann das Gebiet reinigen. Ich schätze mal, es wird hier in dieser Wüste sein. Oh, wir sind ja ganz oben im Norden. Oh, krass. Oh, Maya, Römer und Wikinger. Okay. Und ich schätze mal, hier unten hat sich dann wahrscheinlich irgendwas dunkle Volk eingenistet. Das wird dann ja wahrscheinlich mitspielen hier. Okay, ist die Frage, ob das Feinde sind oder ob es Verbündete sind. Wahrscheinlich ja eher Verbündete tatsächlich. Wobei nach der letzten Mission sind ja die Maya uns nicht sehr wohlgesonnen, ne? Mal gucken, wir schauen es uns an. Teilen sich ihr Land gut ein. Toll. Okay, da sind wir. Wir haben schon mal einen Steinbruch, ein Sägewerk und so weiter und so fort. Dann bauen wir hier doch erstmal uns ein bisschen auf. Krass, was haben wir denn alles schon? Okay, wir haben auf jeden Fall hier ein bisschen Land. Dann schicken wir hier schon mal ein paar Leutchen hin. Ich sehe auch da hinten am Horizont unsere Verbündeten. Von daher auch sehr schön, dass wir die da haben. So, wie viele Baumaterialien haben wir? Nicht so wahnsinnig viele tatsächlich. So, machen wir erstmal so und hier auch direkt noch einen weiteren Steinbruch hin. Ja. Also hier einen Turm hin, hier einen Förster hin und auch einen weiteren Holzfäller natürlich. So, bauen wir direkt hier neben einfach. Ich könnte auch hier unten noch einen hinbauen, damit wir hier ein bisschen Platz kriegen vor dem Berg. Oder hier wäre eigentlich auch ein schönes Gebiet, ne? Egal, die müssen erstmal den Turm hier fertig machen. Und während die bauen, wie viele Siedler haben wir? Oh, wir haben nur 5 freie Siedler. Oh Gott, ich will jetzt nicht schon direkt ein großes Wohnhaus bauen, wa? Naja, mein Gott. Müssen wir aber wahrscheinlich erstmal ein kleines bauen, ne? Weil ein großes dafür werde ich nicht genügend Rohstoffe haben, denke ich, oder? Ach, egal, komm, wir geizen nicht rum. Wir haben ja direkt einen Steinmetz, der loslegen kann. Und wir bauen Rohstoffe, gucken uns hier die Wikinger. Wikinger? Waren da nicht auf der Karte eigentlich die Wikinger hier unten eingezeichnet? Okay, egal. Es sind die Maya. Die laufen also hier unten rum. Okay, die haben auf jeden Fall schon mal einiges an Land. Wow, große Türme. Ja, natürlich, Waffenschmiede haben sie auch direkt. Hier haben wir die Römer. Okay, auch mit ein paar Geologen hier unterwegs und haben ganz gut zu tun. Ach, die haben direkt ein Wohnhaus, na schön. Und hier sind dann die Wikinger. Okay, auch richtig großes Land. Die haben auch direkt Waffenschmieden und alles. Ja, okay, also die drei können direkt ordentlich rekrutieren, wie mir scheint. So, wie viele Geologen habe ich? Ich habe im Moment 3. Ich mache erstmal nur einen. Beziehungsweise, ich muss erstmal auch gar keinen haben eigentlich.
Die können ja später anfangen. Ich meine, ganz so schnell muss ich jetzt auch nicht dahin gehen, glaube ich. So, aber hier wird es jetzt interessant. Ich brauche mehr Holzfäller. Mehr Holzfäller und hier auch noch einen weiteren Förster. Und dann baue ich hier auch noch einen Holzfäller rein und hier auch noch einen Förster dazwischen. So. Dann haben wir 5 Holzfäller und 3 Förster. Und dann baue ich noch ein Sägewerk. Und dann sollten wir ja eigentlich schon mal versorgt sein, was die Holzwirtschaft angeht. So, mal gucken. Muss halt jetzt alles erstmal in Ruhe gebaut werden, ne? Und ja, das hier muss fertig werden. Wobei ich vielleicht gar nicht so viele Planierer brauche, ne? Ein paar mehr Träger wären vielleicht wichtiger. Machen wir doch mal nur 5 Planierer. Das ist okay. Der Rest kann dann später kommen. Okay, also wir bauen uns auf. Wir schauen, was die hier machen. Wow, die gehen natürlich super ab hier. Die gehen ja richtig ab. Die schmelzen sich sogar schon Gold ein. Okay, finde ich krass. Das finde ich heftig. Ich hoffe übrigens, dass... Oh Gott, ich habe wieder vergessen zu gucken, ob die Mission auf schwer oder auf leicht war. Weil sich irgendwie im Hauptmenü ja immer der Schwierigkeitsgrad aus irgendwelchen Gründen automatisch auf leicht stellt. Aber mein Gott, wenn es auf leicht gestellt ist, dann ist es jetzt auch so. Ich fange jetzt nicht deswegen die Mission nochmal neu an. Ob es jetzt schwer ist oder leicht, macht eigentlich sowieso keinen großen Unterschied, vor allem nicht beim dunklen Volk. Das wird dann halt ein paar mehr Pilzfarmen spawnen und ein paar mehr Einheiten kriegen. Aber der größte Unterschied ist ja eigentlich eher tatsächlich hier bei den Völkern. Weil die halt jetzt wahrscheinlich größtenteils Level 1 Krieger rauspumpen werden. Oh ne, okay. Die pumpen ja auch Generäle oder zumindest Level 2er. Level 2er Schwertkämpfer. Okay, gut, dann scheint es auch schwierig zu sein noch. Sonst würden unsere Verbündeten ja nicht so solche Einheiten ausheben. Krass. Muss ich schon hier so loslegen? Ja, hier kommen auch schon die Level 2er. Was sagen die Maya? Da sind es nur Level 1. Im Moment, die haben halt noch kein Gold. Ja, die haben kein Gold, ne? Wieso haben die denn kein Gold? Was ist denn da los? Na gut, egal. Nicht so wichtig. So, unser Förster ist auf jeden Fall da. Der kann hier sich ein paar Bäume pflanzen. Und unser Steinmetz... So, es gibt noch genügend Steine, das heißt... Das sollte funktionieren, dass der Steinmetz gebaut wird. So, ich sollte hier auch definitiv hier dem großen Wohnhaus Priorität geben. Die sollten da bitte mal anfangen, hier das Wohnhaus erstmal zu bauen. Das wäre mir sehr recht, dass da erstmal genügend Steine und so hinkommen. Jetzt laufen die Bauarbeiter weg. Okay, na gut, weil die hier natürlich jetzt die Holzfäller bauen. Verstehe. Da sind jetzt überall schon Steine hingegangen. Okay, gut, das Sägewerk arbeitet auch schon. Wie viele Werkzeuge haben wir denn? Wir haben noch eine Säge und danach haben wir Sensen. Okay, wir schauen mal die Statistik. Oh Gott, das dunkle Volk ist tatsächlich da und es hat schon 260 Einheiten. Ja, krass. Okay, gut. Das wird lustig. Es kann sehr lustig werden. Wenn da schon direkt Schamanen oder sowas dabei sind und dann unsere ganzen Siedler draufgehen, dann wäre natürlich das auch richtig bitter. Oh, ich glaube, ich nehme einen Bogenschützen, der soll sich hier das mal schon mal angucken. Der geht da schon mal zum Erkunden. Einfach um zu sehen, wo das dunkle Volk sich dann verbirgt. Und, okay, gut. Hier werden die Sachen hingeliefert. Ja, sehr schön. So soll das weitergehen. Steine werden tatsächlich sonst auch gerade gar nicht so viele gebraucht. Das ist okay. Ja, der Steinmetz hier, ne? Och, der hat schon genug Steine. Ach so, okay, gut, das ist ja perfekt. So, wo kommen meine Bauarbeiter? Kommt her, Leute. Das ist natürlich hier alles ein bisschen ungünstig, weil die jetzt immer hin und her rennen hier. Das ist nicht so toll. Okay, der Holzfäller ist fertig. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen hier so ein bisschen Holzwirtschaft schon aufgebaut. Naja. Warte mal, hier habe ich... Ah, ja, hier ist auch ein Schwertkämpfer. Sehr gut. Hier wurde der Turm bereits besetzt. Dann gehen wir mal hier oben hin. Erweitern wir dort das Gebiet ein bisschen. Und wir sollen uns unseren Platz gut einteilen. Gut, das heißt, ich sollte vermutlich tatsächlich hier in dem Gebiet irgendwo ein bisschen roden. Ein bisschen... ja, ein bisschen Holz entfernen und so weiter. So,
Da fehlen noch zwei Steine in dem Wohnhaus. Die kommen hoffentlich bald. Okay, hier fehlt noch ein Stein. Da fehlt noch ein Stein. Die sind auf dem Weg. Die werden da gerade getragen. Hier fehlen noch drei Bretter. Die sollten dann auch bald ankommen. Sobald das Wohnhaus fertig ist, kann ich es theoretisch auch gleich wieder abreißen. Damit wir die Rohstoffe bekommen, um neue Sachen zu bauen. So, zwei Steine fehlen mir aber, ne? Ja. Müssen erstmal hergestellt werden. Okay, da kommt einer. Und jetzt laufen die Bauarbeiter wieder alle weg. Oh. Lauft doch nicht so weit weg, Leute. Oh, hier fehlt tatsächlich noch ein Stein. Oh. Oh. Ah, der kommt da. Okay, gut. Sollte aber gleich soweit sein hier, dass das Wohnhaus abgeschlossen wird. Dass das dann gleich fertig ist. Ja, Bauarbeiter, ne? Ich habe jetzt schon 10, aber puh, das... Na gut, ich kann mir gleich weitere Planierer machen und weitere Bauarbeiter und dann halt das Wohnhaus dann direkt wieder abreißen. Der Start ist leider sehr langsam hier, ne? Was machen die hier? Was bauen die denn da? Wachturm. Aber der wird irgendwie gar nicht gebaut. Warum auch immer. Die stehen ja alle nur doof rum. Hä, Moment mal. Können die nichts bauen? Können die nur Leute rekrutieren? Ist das deren Ernst? Ja, die haben keine Steine, die haben kein Holz, die haben gar nichts. Die haben keine Baumaterialien. Oh. Die auch nicht. Oh. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig toll. Okay, die Wikinger haben zumindest es geschafft, hier ein Holzfällen zu bauen. Aber die haben jetzt auch kein Sägewerk oder so. Die haben auch keine Baumaterialien. Ja, was machen wir denn da? Okay, ich würde sagen, wir müssen unsere Verbündeten ein wenig unterstützen. Wir müssen denen irgendwie Rohstoffe rüberschaffen. Und wie macht man das? Natürlich mit Dieben. Ah, wir können ein paar Diebe nehmen und dann mit den Dieben die Rohstoffe dort rübertragen. Das sollte gehen. So, da kommt unser Bogenschütze. Ich meine, das machen wir natürlich erst, wenn es ein bisschen besser hier vorangegangen ist und wir unsere Leute verbessert haben und hier gut aufgebaut sind. So, da ist ja noch ein Förster, ne? Das heißt, da können wir dann auch gleich noch einen weiteren Holzfäller hinbauen. Hier so hin. Und dann bauen wir hier noch einen Förster hin. Dann bauen wir hier auch noch einen weiteren Holzfäller hin wieder. Oder zwei sogar. So. Dann sollten wir, denke ich, erstmal ganz gut aufgestellt sein, was Holzproduktion angeht. Okay. Da kommen die Siedler. Die Träger. Das heißt, dann kann ich jetzt auch anfangen, mir ein paar Geologen zu holen. Bitteschön. Schnappt euch ein paar Hämmer und hämmert los. Okay, der Turm wird fertig. Steine kommen dann so nach und nach auch mit rein. Gut, also die Holzwirtschaft wird angekurbelt. Wir können eigentlich auch schon mal hier irgendwo eine Eisenschmelze hinbauen, wo es... Ja, naja, erstmal ein bisschen Rohstoffe sammeln, ne? Brauchen noch weitere Steinnetze. So, was ist hier los? Aha. Hier sehen wir, ist das dunkle Land bereits. Okay. Da ist wahrscheinlich das Gebiet, wo wir dann hingehen müssen. Könnte ich eigentlich direkt ein paar Gärtner machen, ne? Machen wir mal ein paar. Machen wir mal 5 Gärtner. Also, beziehungsweise 4. Kommen ja keine 5 raus. Oh. Das habe ich mir ein bisschen besser vorgestellt mit dem Turm. Okay, das hat nicht optimal funktioniert, aber ist okay. Macht nichts. Hauptsache, wir haben hier ein bisschen Platz. Ich werde hier oben auch einen weiteren Holzfäller wieder hinbauen, dass wir hier dieses Gebiet vom Wald befreien. Und dann schauen wir mal. Die gehen jetzt alle hier an die Arbeit, holen sich Steine. Wir haben halt echt nicht viele Steine, ne? So, du gehst da mal hin. Ja, wir müssen halt bald anfangen. Zieht euch bitte zurück, Kollegen. Ich will nichts von euch. Oh, krass, da sind echt die krassen Schamanen hier. Ich renn mal zu den Römern, mal sehen, ob ich das schaffe. Ich glaube nicht, dass mein armer einzelner Bogenschütze das schafft. Auweia.
Oh, der Schlag ging ins Leere. Oh, der hat aber voll getroffen. Ja, die haben halt Schwertkämpfer, ne? Da kann ich nicht gegenhalten. Da wird mein Bogenschütze einfach aufgerieben. Die greifen aber nicht mich jetzt schon an, oder? So, wo ist mein Gärtner hier, den ich hier losgeschickt habe? Wo ist mein Gärtner? Da. Bleib mal bitte noch schön hier. Ich glaube, ich lasse das erstmal mit den Gärtnern. Ich glaube, wir lassen doch erstmal die Gärtner sein. Und machen lieber erstmal einen Planierer. Nicht Planierer, ein paar Pioniere, um dann hier oben. Ja, um dann hier oben ein bisschen das Gebiet. Hä? Moment. Sollte der nicht hier zum Pionier werden? Ja, ich wollte doch sagen. Der wollte Pionier werden. Okay, wo greifen die an? Okay, sie gehen hier. Sie gehen hier lang. Ey, die rennen tatsächlich zu mir. Ist das deren Ernst? Ist das deren Ernst? Die greifen mich jetzt schon an? Bitte was? Nein, das kann nicht sein. Die greifen doch nicht jetzt schon mich an. Das geht nicht. So viele Truppen habe ich gar nicht, um mich dagegen zu wehren. Das kann nicht euer Ernst sein. Nee, 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 nee. Das dunkle Volk, das rennt doch jetzt nicht schon zu mir. Bitte was? Was soll ich denn dagegen machen dann? Mit meinen 15 Peoples hier. Ich reiß mal spaßeshalber schon mal ein paar Türme ab hier. Ich meine, die nehmen ja keine Türme ein, von daher ist das nicht so wichtig, nicht so wild, aber das widerstrebt mir jetzt gerade komplett. Hä, die können doch jetzt nicht schon mich angreifen. Ernsthaft? Nein, 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 nein. Die kommen nicht zu mir. Warum sollten sie? Ich bin jetzt gerade ein bisschen panisch. Das habe ich mir so nämlich nicht vorgestellt. Warte mal, was? Wo ist noch einer? Da ist noch einer. Geh mal hier oben gucken. Ich meine, die haben halt 270 Einheiten. Ja, mal sehen. Okay, ich muss jetzt mal hier schon mal eine Farm bauen vielleicht. Ich kann hier schon mal abreißen, das Wohnhaus. Ich sollte dann auch schon mal eine Waffenschmiede bauen. Und eine Werkzeugschmiede eigentlich auch. Ja, ich brauche nämlich noch ein weiteres Sägewerk. So, ein weiteres Sägewerk. Kommt hier was? Nee, die kommen nicht, ne? Ihr kommt bitte nicht. Sagt mir nicht, dass ihr mich angreift, Leute, ey. Ah, hier fehlt auch schon eine Axt. Genau, sehr schön. Das heißt, wir brauchen definitiv sämtliche Rohstoffe. Okay, da gibt es schon mal Eisen, da gibt es Steine. Da könnten wir uns theoretisch eine Steinmine bauen. Ah, nee, die stehen. Okay, die stehen da immer noch rum. Die stehen da zum Glück noch rum. Oder wo laufen die hin? Ich weiß es nicht. Sie sind auf dem Weg zu mir. Ich sehe, ich höre es schon langsam anklopfen. Hallöchen. Ja, mal sehen. Okay, also Eisenschmelze wird gebaut. Okay, wir haben hier Steine. Das ist doch schon mal schön. Wir haben da Gold. Okay, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ja, uns fehlt eine Axt. Ist mir schon klar. Wir haben noch keine Kohle gefunden, ne? Die müsste man noch irgendwo hier versteckt finden. Die Kohle. Okay, ich baue auch mal hier ein Türmchen hin. So, wo sind denn die anderen Pioniere eigentlich? Hier. Da ist einer. Und hier müssten noch mehr sein. Irgendwo. Pioniere. Da ist einer. Okay. Da ist einer. Drei nur? Hatten wir nicht ein paar mehr Schaufeln? Weiß ich nicht, ich habe irgendwas falsch verstanden, glaube ich. Okay, gut. Ihr baut erstmal, ne? Ihr macht das erstmal hier. Macht mal schön weiter so. Schwefel. Ah, ich brauche doch kein Schwefel, meine Güte. Geh mal hier unten gucken. So, da fehlen jetzt Äxte, Äxte, Äxte bis zum geht nicht mehr. Okay, fehlen viele Äxte. Eisenschmelze. Machen wir kurz Pause. Das kostet nämlich alles
einige Rohstoffe. Vielleicht sollte ich doch auch eine Steinmine erstmal bauen. Ja, Steinmine wäre, glaube ich, gut, um die Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln. Oh nein, sie kommt tatsächlich. Oh nein, sie kommt tatsächlich hier an. Ist das euer fucking Ernst? Nein. Alter, was soll ich denn da machen? Was ist denn das für eine... Ja, klar. Rennt mit eurer ganzen Armee bei mir rein. Nach 10 Minuten oder was? 15 Minuten. Ey, jetzt mal ernsthaft. Wie soll ich das denn verteidigen, bitte? Wie soll ich denn nach 20 Minuten schon eine riesen Armee haben? Wow. Ja, die kommen jetzt natürlich an. Verwandeln hier mein gesamtes Volk. Muss ich hier erstmal meine Planierer zu Staub werden lassen. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie versuchen, die so langsam so ein kleines bisschen aufzureiben, indem ich sie nach und nach anlocke. Ja, lauf mit dem Stein weg! Die laufen natürlich jetzt schön hier hinterher, ne? Die Kackschamanen. Ja, jetzt ziehen sie weiter. Ja, pff. Das Problem ist, da wird jetzt ein Typ nach dem anderen hinlaufen. Okay. Was soll ich denn da bitte gegen machen? Ich meine, das Einzige, was ich jetzt eigentlich noch machen kann, ist tatsächlich irgendwie hier... So. Ein paar Leute anlocken. Und gucken, ob die irgendwie... Ja, wenn hier nur zwei Leute sind, dann kriegen wir die vielleicht tot. Oder ein. Ja, lauf wieder weg, bitte. Lass mich in Ruhe. Wenn ihr nur ein paar Leute holt... Klar, dass sie mich angreifen, ne? Ich meine, die hätten auch wen anders angreifen können, aber... Gut, solange sie nur ein paar Leute holen, ist das noch okay. Ja, verzieht euch wieder, danke. Hauptsache meine Bauarbeiter und so sind noch da. Ich meine, Siedler kann ich nachproduzieren. So. Okay, kriegen wir den hin. So, den kriegen wir hin, ja. Drauf auf den Typen. Macht ihn platt. Ja, sehr schön. So, einer ist weg. Okay, gut. Sie haben uns in Ruhe gelassen. Sie haben nur ein paar Leute mitgenommen. Das ist okay, damit kann ich leben. Waren natürlich ein paar Planierer dabei, meine ich. Aber ja, passiert. Ist jetzt nicht so wild. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann suchen wir heimlich nach Kohle und versuchen hier schnell ein bisschen Militär aufzubauen, damit wir die Typen platt kriegen. Macht's gut. Ciao.